Aldebaran Robotics presents Chatabout. Chatabout. Dr. Breidenfeld UG, Ego Tech On, Project of University of Magdeburg, Magdeburg, Germany, Education. The first neo-technology camp is held at Pesekendorf Castle near Magdeburg. 30 high school students from the land of Saxony-Anhalt come together for a four-day holiday camp organized by the University of Magdeburg as part of the EgoTech On project. Chat about now's programming. EgoTech On provides the opportunity for young people to get in touch with innovative technologies. They first attend special presentations explaining the hardware and how to use the Choreograph software for programming a robot. Then they work in teams of three or four to solve the common task of the camp. The teams use their own creative ideas to program the robots as athletes or spectators in the NEO sports camp. Here in the camp arbeiten wir mit humanoiden Robotern, die NEO Roboter. Das ist ein Roboter der französischen Firma Aldebaran Robotics. Und wir probieren hier aus, wie Schüler mit diesem innovativen Robotersystem arbeiten können. Also am Anfang haben wir natürlich eine Einführung gemacht. Das ging natürlich etwas langsamer voran, aber jetzt sind sie sehr am Experimentieren und setzen auch sehr viele neue Ideen um und sind motiviert, wie man leicht sieht. Ja, generell bei Robotereinsatz in der Ausbildung bemerken wir immer wieder, ob das Roboterwettbewerbe sind oder ob das Kurse sind, dass eine ganz hohe Motivation von diesen Geräten ausgeht, weil man hier im System sehr komplexe technische Inhalte vermitteln kann. Und zwar ohne, dass das trocken ist, sondern dass es wirklich Spaß macht. Wir haben ein technisches System, was reagiert, mit dem man interagieren kann. Und das ist hochattraktiv. Und wir sehen hier eine hohe Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, sodass wir manchmal wirklich Schwierigkeiten haben, ein Ende zu finden. Chat about results and expectations. On the final day, the teams present their results to all the other participants in on-stage robot demonstrations. It is amazing to see how successfully the students use the Choreograph software and Python to program their robots all on their own. Ich fand das sehr spannend, weil diese Roboter hat wirklich nicht jeder und also es war schon cool. Die Roboter zu programmieren, das war so, hat am meisten Spaß gemacht, weil man mit ihnen auch so viel machen kann. Man lernt viel und es macht auch viel Spaß. Zum Beispiel die ganzen Posen exakt so einzustellen, dass sie auch das Gleichgewicht hält und nicht irgendwie umkippt oder so. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Technik, da war ich immer nicht so gut. Aber deswegen bin ich auch mitgefahren, um mal einen anderen Blick darauf zu bekommen. Als ich im letzten Jahr auf der Perspektivenmesse in Magdeburg angesprochen wurde,
Da habe ich eben ja gesagt, gehe ich zu dem Technology Camp hin. Das hat mich sehr interessiert und deswegen bin ich diesmal wieder hier. Ich würde dann auch meinen Freunden das empfehlen, weil und das ist ja einfach auch Spaß macht. Wir haben die Aufgaben fair verteilt, jeder das, was er halt machen wollte. Immer mal gewechselt zwischendurch. Anschließend haben wir dann eben mit einem anderen Team zusammengearbeitet und haben die Roboter übereinander eingestimmt, sodass sie dann einen Boxkampf simulieren konnten. Das hat gut geklappt, auch dadurch, dass wir eben teamübergreifend gearbeitet haben, war ich positiv überrascht. Das ist schon wichtig für junge Leute, weil das halt auch immer weiterentwickelt wird. Da steckt ja Informatik drin und Technik. Und dieses Wissen ist halt auch Zukunft.